Jeder hatte einen Sims-Teil, mit dem er in die Sims-Welt gestartet ist und ganz besondere Erinnerungen mit diesem verbindet. In diesem Video spielen wir den Teil, mit dem ich in meiner Kindheit besonders viel zu tun hatte. Viel Spaß beim Ansehen! Ihr wisst wahrscheinlich, was das hier ist, und wenn ihr es jetzt noch nicht wisst, dann wisst ihr es wahrscheinlich jetzt. Ich will mir in diesem Video einfach mal die Sims 3 für die Wii nochmal angucken, weil das so ein bisschen mein Sims-Teil war, mit dem ich tatsächlich so in die Reihe gestartet bin. Es wird wahrscheinlich auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie die Sims 3 so auf der Wii damals war. Es war tatsächlich eines meiner ersten Sims-Teile, mit dem ich in die Sims-Reihe dann tatsächlich gestartet bin. Ich habe tatsächlich wirklich sehr viel Zeit mit diesem Sims-Teil verbracht, auch wenn es auf der Wii nicht ganz so cool war wie auf dem PC, dazu aber später mehr. Das Spiel will, dass wir die Sicherheitsschlaufe anlegen, das machen wir natürlich mal. Safety first. Zack. Ah, das gute alte Sims 3 Intro. Es ist einfach legendär. Jetzt sind wir tatsächlich schon im Spiel. In die Sims 3 gab es tatsächlich das normale Spiel und so einen ganz komischen Mehrspieler-Modus, den wir auf jeden Fall nicht spielen werden. Erstens, weil ich hier keine Freunde da habe. Und zweitens ist der ganz ehrlich wirklich sehr langweilig. Ich habe ihn früher schon einmal ausprobiert und danach nie wieder. Es war wirklich sehr unspannend. Frisch im Cast angekommen, merkt ihr vielleicht schon, die Sims 3 ist tatsächlich nicht so, wie wir es vom PC kennen. Das ist ja bei die Sims 4 anders, da ist die Konsolenversion eigentlich genau die gleiche wie am PC. Aber tatsächlich, früher hatten die Konsolen einfach noch nicht so viel Power und konnten deshalb ja einfach nicht wirklich die PC-Erfahrung bieten und waren deswegen so ein bisschen abgespeckt. Es gab ganz andere Features teilweise als in der PC-Version. Und deswegen ist es, glaube ich, heute auch so spannend. Diesen Modus werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, der Erstelle einen Sim-Modus. Da habe ich mich jetzt einfach mal reinbegeben. Und ich würde sagen, wir werden einfach mal versuchen, mich zu erstellen. Und das sieht tatsächlich jetzt auch nicht wirklich nach mir aus. Wollen wir denn hier mal so ein paar zufällige Sims durchgehen? Also ehrlich gesagt, diese Steuerung macht mich jetzt schon fertig. Es ist leicht friemelig. Nee, muskulös würde ich mich jetzt eher nicht beschreiben. Das passt nicht so gut. Tatsächlich gab es sogar ja im Wii-Teil mehr Merkmale, als es das bei die Sims 4 so gibt. Die sind tatsächlich eigentlich alle recht identisch zu der PC-Version. Fällt mir gerade hier so auf. Machen jetzt hier einfach mal so ein bisschen... Okay, die Animationen sind auch geil. Hier ein paar mit rein. Ein Bücherwurm bin ich auf jeden Fall nicht. Was haben wir denn hier? Charismatisch, tollpatschig, kultiviert. Draufgänger. Das ist fast ein bisschen schwierig. Technikfreak passt auf jeden Fall ganz gut. Gut, hyperaktiv würde ich mich jetzt auch nicht wirklich bezeichnen. Was haben wir denn hier noch so? Einzelgänger passt ebenfalls nicht. Jetzt können wir hier noch ein Bestreben wählen. Da haben wir tatsächlich auch ganz viele Sachen zur Auswahl. Was ist denn Strand-Tycoon? Das ist natürlich auch witzig. Total beliebt. 20 Freunde haben. Heiratsschwindler. Hier gibt es echt eine ganze Menge. Ich habe das Gefühl, auch ein bisschen mehr als in die Sims 4 tatsächlich. Was nehmen wir denn hier mal? Das passt irgendwie alles nicht so richtig zu mir. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal den Klassiker. Obwohl, ganz ehrlich, ich finde den Strand-Tycoon irgendwie witzig. Wir nehmen einfach mal den Strand-Tycoon. Passt zwar jetzt auch nicht so wirklich, aber das machen wir jetzt einfach mal so. Dann weiter. Frisuren ist immer ein ganz schwieriges Thema. Ich kann jetzt hier mal links auf meinen Bildschirm spickeln, um zu gucken, was für eine Frisur denn hier am ehesten passen würde. Die auf jeden Fall nicht. Das schauen wir doch mal weiter. Die da vielleicht. Ich habe jetzt hier auch gar nicht den Anspruch, mich jetzt hier perfekt nachzuerstellen. Auch von den Merkmalen habe ich jetzt nicht so zu 100% die komplett passenden hier gefunden. Augenbrauen. Augenbrauen, das ist auch ein bisschen schwierig. Ich habe ja eher so ein bisschen buschigere Augenbrauen. Ich glaube ganz ehrlich, in die Sims 3 wäre es tatsächlich noch möglich, sich so ungefähr, wie man in echt aussieht, nachzuerstellen. Aber hier ist es dann doch tatsächlich ein bisschen schwieriger. Der Bart, nee, also da passt wahrscheinlich jetzt am ehesten gar kein Bart. Aber meine Hautfarbe ist irgendwie, sieht so ein bisschen bleich aus, finde ich. Da müssen wir gleich auch nochmal ran. Haarfarben. Es gibt hier natürlich kein Farbrad, so wie es in die Sims 3 der Fall ist. Das hat mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen beeindruckt. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Klamotten. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, sieht das Spiel eigentlich auf der Wii ein bisschen pixeliger aus, für alle, die es schon mal gespielt haben. Es liegt ganz einfach daran, dass ich hier quasi eine unechte Wii auf dem PC verwende, bei der man auch die Auflösung viel höher machen kann, als es im Original der Fall war. Das sagt mir hier irgendwie alles überhaupt nicht zu. Was haben wir hier?
so eine Jacke. Wir drehen hier einfach mal. Ja, komm. Die würde ich auch in echt tatsächlich so anziehen. Das passt dann doch ganz gut. Sieht jetzt ein bisschen warm aus. Also in dem Raum hätte ich jetzt keinen Bock auf eine Jacke. So, und noch eine passende Hose. Es sieht wirklich überhaupt nicht so aus wie ich. Ich glaube, das ist auch wirklich gar nicht möglich, sich so hier in diesem Wii-Teil so nachzubilden, wie man in echt aussieht. Das ist dann wahrscheinlich in der PC-Version ein wenig einfacher. Ja, diese Chucks würde ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie so tragen. Ich ziehe ja ganz gerne Vans an, die es hier wahrscheinlich nicht geben wird. Oh, diese Steuerung ist teilweise so fiddelig. Man muss jetzt hier aus diesem Untermenü raus, um dann hier reinzukommen. Aber vorhin war ich da. Das ist tatsächlich ein kleines bisschen fummelig. So, die hier. Ach, warum denn nicht? So in schwarz. Das passt doch, denke ich, ganz gut. Und ich denke, die anderen Sachen schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz durch, dass ich was nicht komplett Schreckliches hier anhab. Die Auswahl ist jetzt hier auch nicht wirklich so gigantisch. Ein Pyjama finde ich ganz schrecklich. Das wollen wir jetzt hier mal in echt nicht anziehen. Die Schuhe sind legendär und gibt es irgendwie in jedem Sims-Teil. Aber nee, beim Schlafen muss das jetzt nicht wirklich sein. Das wäre doch tatsächlich eine Badehose, die ich auch so in echt anziehen würde. Das passt. Und ich denke, damit wären wir auch im Erstell-1-Modus fertig. Obwohl, ganz ehrlich, die Haarfarbe passt noch überhaupt nicht. Da müssen wir jetzt hier nochmal was Dunkleres wählen. So ist schon besser. Jetzt sind wir, glaube ich, finally fertig. Da wäre ich. In Badehose. Ja, man sieht ja schon im Hintergrund den Strand, aber ich denke, damit wären wir für den Ersteller einen Sim-Modus auch fertig. Jetzt geht's tatsächlich ans Einziehen. So, das ist die Map, die uns hier zur Verfügung steht. Wir können im Leuchtturm einziehen. Da haben wir aber nicht genug Kohle, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir haben hier noch so eine Straße am Meer. Ich weiß noch, dass ich früher immer dieses Grundstück hier genommen habe, deswegen wäre ich jetzt fast dafür, dass wir mal ein anderes nehmen. Meeresklippenpromenade, die können wir uns auch nicht leisten. Und dieses Grundstück hier, ja, nehmen wir doch einfach mal das. In The Sims 3 auf der Wii gibt es tatsächlich eine Besonderheit. Wir können nicht wirklich selber Häuser bauen, sondern nur bereits vorhandene Häuser dann einrichten. Das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Aber genau, das geht nämlich dann hier. Hausstil. Wir können uns hier verschiedene Häuser aussuchen. Da gibt es dann natürlich auch ganz spacey Sachen, so wie dieses hier. Ich muss gerade irgendwie an so ein komisches The Sims 4 Gameplay Pack denken und ich habe gar keine Ahnung an was ganz genau. Was haben wir denn hier noch so? Der California Bungalow sieht ganz schick aus. Art Deco. Also von den Häusertypen ist hier, glaube ich, ein bisschen was dabei. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Art Deco. Können wir uns das überhaupt leisten? Das wird wahrscheinlich hier schwierig. 18.000, das wird hier wahrscheinlich schon knapp. Wie wäre es denn mit diesem Häuschen hier? Ich finde, das hat doch irgendwie was. Sieht einigermaßen schick aus, davon gibt es auch noch größere Versionen. Aber ich glaube, mit dem kleinsten können wir uns auf jeden Fall zufrieden geben. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal fertig möbliert. Und jetzt können wir es tatsächlich auch schon mal platzieren. Hier ist ja der Eingang vom Grundstück quasi. Zack. So, damit hätten wir auch schon unser erstes eigenes Haus gebaut. Tatsächlich ein bisschen einfacher als in The Sims 4. Da muss man sich sein Haus noch selber dahin zimmern. In The Sims 3 Wii kann man hier einfach so ein fertiges hinstellen. Schauen wir doch mal, was wir hier noch so für Sachen wählen können. Wollen wir doch nochmal gucken, was wir hier so alles für Möbel haben, die wir hier noch platzieren können. Wie wäre es, wenn wir hier vielleicht nochmal so ein paar Kleinigkeiten platzieren? Hier draußen sieht es noch ziemlich leer aus. Selbst in diesem Teil gibt es tatsächlich Autos. Fast ein bisschen schade. So, oh, es gibt noch drei Bäume, auch sehr spannend. Dann platzieren wir hier doch nochmal einen, um mal hier so ein bisschen wenigstens Deko noch reinzubringen. Oh, ich habe unser Budget tatsächlich gar nicht so wirklich beachtet. Das sieht nämlich schon sehr kritisch aus. Ich glaube, damit müssen wir tatsächlich auch wieder in den Live-Modus wechseln. Kannst du dir mal bitte was anderes anziehen? Wir gehen jetzt hier mal ins Alltagsoutfit. So, ja, das dauert immer hier alles in The Sims 3 Wii so ein bisschen, bis es geladen hat. Ist tatsächlich ganz nervig. So, da wären wir auch schon. Wollen wir direkt mal hier in die Stadt gehen, die tatsächlich einigermaßen cool gestaltet ist, meiner Meinung nach. Oder schauen wir uns erstmal unser Hüttchen an. Ich glaube, es lädt hier immer so einen Moment. Wir gehen jetzt doch mal in unser Haus rein. So, da wären wir auch schon. Ja, ist ja gut. Also, ich habe das Spiel tatsächlich schon mal gespielt. Es braucht jetzt hier wieder so ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Aber, ja, ich muss sagen, es sieht hier doch... Oh, es ist echt ganz schön friemelig, hier irgendwo durchzukommen.
sieht doch ganz schnieke aus. Also so fürs erste eigene Haus kann man sich da tatsächlich weniger beschweren. Könnt ihr auch reinzoomen, was läuft denn hier so Spannendes? Ja, irgendeine Diashow ist jetzt nicht so mein tatsächlich mein Favorit. Setz dich doch mal hin, guck ein bisschen Fernsehen und dann schauen wir uns die Wohnung noch ein bisschen mehr an. Wir haben jetzt hier irgendwie eine Wohnung, ja, für zwei Leute, obwohl wir gar nicht so viele sind. Ist natürlich auch sehr spannend. Was möchte er denn? Irgendjemanden kennenlernen, beziehungsweise was heißt er? Das bin ja eigentlich ich, irgendjemanden kennenlernen, das können wir gerne machen. Ist so abgesegnet, ansonsten eine schöne Zeit haben. Eigentlich fühlt er sich gerade ganz wohl, neu anfangen, aber der Fernseher ist irgendwie scheiße. Ich finde es auch interessant, wie er hier gerade Fernsehen guckt. Das scheint hier nicht so ganz hinzuhauen. Sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, ja. Ich bin dafür, dass wir doch mal so ein bisschen uns jetzt die Stadt angucken. Das haben wir ja jetzt noch gar nicht gemacht. Erstmal so die erste eigene Wohnung. Hier laufen auch schon unsere Nachbarn rum. Ja, wer auch immer du bist, kann man mit dir reden. Ja, freundschaftlich begrüßen, barsch begrüßen. Komm, wir werden jetzt einfach mal hier so ein paar Kontakte knüpfen. Das ist doch immer ganz gut. In The Sims 3 gab es ja noch die Gelegenheiten. Das waren immer so kleine Missionen, die man machen konnte. Und dann gab es irgendwas als Belohnung. Das fand ich immer sehr cool. Schade, dass es das in der Art und Weise bei The Sims 4 auch nicht mehr gibt. So, ihr unterhaltet euch scheinbar ganz gut. Freundlich sein, plaudern. Wir müssen jetzt hier einfach mal so ein bisschen doch Kontakte knüpfen. Wir kennen ja bisher noch niemanden. Jetzt reicht's aber auch mal, genug gequatscht. Ehrlich gesagt, den Sims hier beim Rumreden zuzugucken ist immer so ein bisschen langweilig. Die Stadt ist tatsächlich sogar einigermaßen groß, dafür, dass es ja eigentlich nur ein Konsolenteil ist. Wir haben jetzt hier noch kein Auto, aber ich würde sagen, wir können hier einfach mal so ein bisschen rumlaufen. Es sind ja sogar ein paar Sims unterwegs. Zum Glück ist es Sonntag, wir müssen nicht arbeiten. Naja, okay, was heißt arbeiten? Wir haben ja sowieso noch keinen Job. Drinks genießen, am Kochkurs teilnehmen. Es war tatsächlich in The Sims 3 immer ganz witzig. Am PC gab es das auch. Tatsächlich gerät das Spiel auch zwischenzeitlich immer mal wieder so in Stocken und es muss nachladen. Das ist tatsächlich sehr nervig. Ich weiß tatsächlich auch noch, dass ich in diesem Sims-Teil immer so meine Familie einfach nacherstellt habe. Das war immer sehr witzig. Boah, okay, das sieht hier tatsächlich eigentlich sogar ganz cool aus. Hier so mit diesem kleinen Strandbereich. Ist dann Lautsprecher, genau. Ah, der Pier hier, es hat auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Atmosphäre. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt hier einfach mal so unser Strandoutfit anziehen, so ein bisschen hier am Strand rumliegen, das können wir doch mal machen. Zack, wechsel mal deine Badebekleidung, genau. So, und schon können wir hier rumschwimmen. Ich finde es witzig, dass der Sim hier einfach sich so in den Pool stürzt, egal was er auch für Klamotten anhat. Ja, ist doch hier eigentlich echt ganz entspannt. Was ist denn hier unten noch? Gehen wir doch mal hier nach unten. Kleiner Sandkasten, das ist hier eigentlich echt ganz cool. Also ich finde so, diese Strandgrundstücke hier doch immer ganz cool. Gehen wir doch hier einfach mal hin. Wir können ja jetzt ebenfalls hier ein bisschen Yoga machen, bis zur Ermüdung. Was? Ich dachte gerade bis zum nächsten Tag, das wäre tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Machen wir doch mal hier so ein bisschen Yoga tatsächlich, um mal hier so ein bisschen runterzukommen. Sind gerade, oh mein Gott, dein Gesicht macht mir Angst. Wir sind gerade hier angekommen und man muss sich doch auch mal so ein bisschen entspannen. So ein Umzug ist ja auch ganz schön stressig. Diese Animationen sind irgendwie witzig, ja? Wir haben eine neue Fähigkeit erlernt, das ist doch was ganz Cooles. Wir haben ja das Bestreben des Tourismus-Tycoons gewählt. Das heißt, ich würde fast sagen, ich weiß auf jeden Fall, ja, super, wir haben eine neue Fähigkeit erklommen. Ich weiß auf jeden Fall tatsächlich, dass wir hier nämlich unser Tourismuszentrum in der Nähe haben. Da würde ich doch fast mal einen kleinen Abstecher hinmachen und mich für einen Job bewerben. Mal schauen, ob wir angenommen werden. Na, ich denke mal tatsächlich schon. Das wäre ja auch mal spannend bei den Sims, dass man so ein bisschen gucken muss, ob man überhaupt für den Job qualifiziert ist, weil man bei den Sims ja irgendwie jeden Job machen kann. Wäre auf jeden Fall auch sehr witzig. Das nehmen wir jetzt doch einfach mal an. Glückwunsch! So, Montag um 15 Uhr haben wir ja heute noch ein bisschen Zeit. Das ist doch eigentlich ganz gut. Und damit hätten wir... Ah, wir kennen jetzt schon irgendwie die Leute aus unserer Arbeit, obwohl wir mit denen ja noch gar nichts zu tun haben. Auch sehr spannend. So einfach ist es bei den Sims, irgendwie an einen Job zu kommen. Sehr, sehr geil. Man muss einfach nur hinlaufen, kurz mit denen quatschen und schon hat man's. Sehr gut. Aber auch sonst, eigentlich hätte ich fast Bock, mal zu diesem Leuchtturm hier hinten zu gehen. Oh, die Steuerung macht mich tatsächlich irgendwie ein bisschen fertig. Der Schatten hier macht ja mal gar keinen Sinn. Hier sind quasi irgendwie zweimal unser Schatten im Wasser. Da haben die Entwickler nicht richtig aufgepasst. Ah, dich kennen wir doch. Mit dir haben wir doch gerade schon gequatscht.
Ich würde sagen, wir können das ja hier jetzt nochmal so ein bisschen fortsetzen, witzig sein. Freunde sind in einer neuen Stadt ja tatsächlich ganz schön wichtig, deswegen ist es, glaube ich, doch eine ganz gute Sache, wenn wir hier schon mal unsere ersten Bekanntschaften knüpfen. Jetzt können wir uns theoretisch auch mal was zu essen machen. Wie sehen wir denn unsere Bedürfnisse? Ach, die sind in diesem anderen Menü versteckt, das immer so ein bisschen lädt. Okay, insgesamt geht's uns ja eigentlich hier ganz gut. Da kann man tatsächlich nichts sagen. Stimmung sieht auch ganz gut aus. Ansonsten, genau, wir haben jetzt... Ach so, das ist gar keine eigene Fähigkeit, das ist einfach nur die Sportfähigkeit. Unsere Karriere sind wir aktuell Posterbesitzer, auch sehr geil. Beziehung, oh, wir haben uns tatsächlich schon hier so ein bisschen angefreundet. Sonst, genau, Inventar ist leer. Belohnungen. Oh, was gibt's denn hier so für Belohnungen? Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Stahlblase, schmutzresistent. Tatsächlich gibt's in diesem Spiel sogar Cheats, also man kann sich irgendwie Geld cheaten. Das war mit irgendeinem Fisch. Ich habe das nur so ganz schwammig tatsächlich in Erinnerung. Es ist auf jeden Fall sehr witzig. Cheats wie auf der PC-Version zwar nicht. Ich kann ja mal ganz kurz spoilern, es gibt tatsächlich sogar hier einen Skatepark, was ich sehr cool finde, wo man dann tatsächlich auch skaten kann. Ich wäre fast dafür, dass wir den mal suchen gehen. Hier ist also die Polizeistation, wir gehen hier einfach mal so ein bisschen weiter. Ich finde es tatsächlich cool, wie belebt diese Stadt wirkt, weil hier immer so ein paar Sims rumlaufen. Auch vorhin war ja irgendwie alles voll mit Sims, was tatsächlich ja, in so manch anderem die Sims-Teil nicht unbedingt immer der Fall war. Und auch bei die Sims 4 ist es manchmal bei größeren Städten so ein bisschen schwierig, fast andere Sims aufzuspähen. Genau, hier wäre der Skatepark, von dem ich gerade gesprochen habe. Es ist auf jeden Fall wirklich ein cooles Detail. Wir können ja unseren Sim, also mich hier einfach mal Skateboard fahren lassen. Ich glaube, in echt hätte ich mich jetzt schon vor dem Anziehen in irgendeiner Weise verletzt. Aber bei den Sims ist es natürlich hier nicht ganz so schlimm. So, okay, er scheint hier... Boah, okay, das war auch sehr sportlich. Scheint hier auf jeden Fall seine ersten Versuche zu machen. Ja, sieht doch eigentlich ganz witzig aus. Also ich muss zugeben, Hatten wir schon mal Skateboards bei den Sims? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, in die Sims 3 Jahreszeiten, wenn mich nicht alles täuscht, konnten wir das machen. Aber ansonsten ist das tatsächlich doch auch eine ganz witzige Interaktion. Wie wäre es? Ein die Sims 4 Hobby Gameplay Pack finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Vielleicht sogar ja ein Erweiterungspack. Also hier kommt man bei den Sims tatsächlich so ein bisschen auf Ideen. Können wir hier ebenfalls irgendwas machen? Nee. Okay, hier, das ist scheinbar nur Deko. Hier lässt sich nicht wirklich irgendwie skaten, aber hier zumindest. Okay, also so die ersten Versuche laufen ja ganz gut. Wir haben uns noch nichts gebrochen. Und wir können ja jetzt hier einfach auch mal so ein bisschen reinhauen. Was macht sie denn da? Okay. Das sind irgendwie ganz, ganz interessante Sims hier auf dem Skatepark. Ich glaube, in echt würde das hier alles so ein bisschen anders aussehen. Okay, dann hau mal lieber rein. So, bevor es hier noch irgendwie ein Unglück gibt. Ich glaube, sie haben echt irgendwie alle Animationen und so mir auch aus dem PC-Spiel geklaut. Irgendwie, das kommt mir alles so bekannt vor. Du hattest heute irgendwie so einen sportlichen Tag. Zuerst Yoga. Okay, Yoga ist jetzt nicht so mega, natürlich der Kraftsport, aber im Spiel zählt es ja scheinbar so ein bisschen zum Sport. Dann sind wir jetzt ein bisschen Skateboard gefahren, das weiß ich tatsächlich, dass es auch sehr anstrengend sein kann. Und ich würde sagen, wir runden den Tag jetzt doch nochmal hier mit so einem kleinen Poolbesuch ab. Ach, hier geht es hoch, das ist ja sehr verwinkelt hier alles. Also von der Architektur ist es tatsächlich ganz schön hier. Ich wollte jetzt hier eigentlich hier so runterspringen, weil ich dachte, das wären hier so Starttürme. Aber der Sim geht hier einfach direkt durch die Starttürme durch. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja, ist doch eigentlich ganz schön hier. Der Schatten macht mir ein bisschen Angst, aber sonst ist doch eigentlich irgendwie ganz cool. Das ist ein bisschen komisch, dass wir jetzt hier alleine sind, aber und vor allem auch in unseren Straßenklamotten hier rumschwimmen. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dann gehen wir hier mal lieber wieder raus. Schade. Also wahrscheinlich, vielleicht sind wir jetzt auch einfach schon zu spät. 18 Uhr ist jetzt auch nicht so die tatsächlich die Rumschwimmzeit, würde ich jetzt mal so behaupten. Was ist hier oben noch? Ja, ist tatsächlich nochmal ein größerer Grill. Hier kann man tatsächlich auch sich irgendwas zu essen machen. Aber wir haben ja gerade schon gegessen. Ja, großartig gegessen. Es waren scheinbar wirklich sehr gute Hotdogs, die er da sich gerade reingezwiebelt hat. Ach, die Stadt an sich
wenn man jetzt einfach mal ausblendet, dass diese Wii-Grafik jetzt wirklich sehr verwaschen ist und so, finde ich aber tatsächlich wirklich sehr schön. Da kann sich teilweise sogar Die Sims 3 ein bisschen was von abschneiden. Das könnte hier das Haus von den Grusels sein, die es in diesem Teil aber meine ich nicht gibt. Aber ich glaube, wir schauen jetzt nochmal kurz nach deinen Bedürfnissen. Ein bisschen nervig, dass man hier dann doch so in dieses andere Menü gehen muss. Ah ja, du hast noch ein bisschen Power, aber ich glaube, es wird langsam Zeit, vielleicht wieder nach Hause zu gehen. Oh, der Sonnenuntergang sieht doch irgendwie auch ganz schön aus. Ja, ich denke, wenn du morgen deinen ersten Arbeitstag hast, macht es dann doch tatsächlich Sinn, wenn wir hier mal wieder die Heimreise antreten. Auch wenn ich zugeben muss, dass es sich ein bisschen schwierig ist, hier tatsächlich zu orientieren irgendwie. Das wäre jetzt natürlich geil, wenn ich komplett hier einfach unser Zuhause nicht mehr finden würde. Ah, da ist es ja, sehr gut. Das hat zwar einen Moment gedauert, aber wir sind wieder daheim angekommen. Ich glaube, jetzt sind wir quasi hier so einen großen Kreis gelaufen und da muss natürlich erstmal geladen werden, ganz wichtig. Zack. Ich denke, das war ein erster ereignisreicher Tag. Du kannst jetzt hier mal kurz aufs Klo gehen, bevor es hier noch ein Unglück gibt. Wir sind ja heute tatsächlich ganz schön unglücksfrei hier durch den Tag gekommen. So, sehr gut. Und danach wäre es dann auch an der Zeit, dass du dich pennen legst. Du hast ja hier sogar drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder hier oder hier oder hier. Ich glaube, so ein Doppelbett, so ein Doppelbett ist doch hier dann tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Gehen wir doch mal hier rein. Ich habe immer das Bedürfnis, die Sachen anzuklicken, aber die Sims können ja erst damit interagieren, wenn sie quasi direkt davor stehen. So, dann, du darfst dich ins Bett hauen. Es ist vollbracht. Der erste Tag in der neuen, nicht hochauflösenden Butze ist geschafft. Ist jetzt sehr spannend, dass man hier so doll vorspulen muss. Ich muss jetzt die ganze Zeit die C-Taste gedrückt halten. Allgemein, oh mein Gott, sein Gesicht hier unten ist aber auch irgendwie gut. Scheint nicht ein ganz so ein guter Traum zu sein irgendwie. Oh, was wirklich unfassbar nervig ist, die Zeit vergeht selbst auf schnellster Stufe so langsam. Das heißt, wenn man hier auf den nächsten Tag warten will, ja, dauert das wirklich eine ganze Weile. Vielleicht sind die Entwickler irgendwie der Meinung, dass man auch in der Nacht hier ganz viel zu tun haben soll. Ich weiß es nicht, aber jetzt bin ich froh, dass jetzt endlich mal die Nacht vorbei ist. Das hat jetzt echt ganz schön lange gedauert. Wann musst du denn jetzt hier eigentlich arbeiten? Das sollten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz abklären. Ah ja, da hast du ja genug Zeit. 15 Uhr. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben 6 Uhr, da haben wir ja noch ordentlich Zeit. Kann man noch so ein bisschen irgendwie die Nachbarschaft kennenlernen? Und damit guten Morgen, eine morgendliche Dusche. Mache ich in letzter Zeit auch irgendwie jeden Tag, dass ich morgens dusche. Das macht einfach schön wach. Das ist tatsächlich eigentlich ganz gut. So, dann rein mit dir. So, erfolgreich, perfekt. Und dann schauen wir nochmal. Du kannst dir jetzt mal vielleicht was Leckeres zum Frühstück machen. So, schauen wir doch mal. Zack, öffnen, Snack essen. Können wir nichts kochen? Also ich fühle mich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen doof. Aber irgendwie, ich glaube, wir können hier gar nichts kochen, obwohl wir ja scheinbar einen Herd haben. Wir können jetzt hier nur so einen Snack essen. Vielleicht müssen wir dafür Lebensmittel einkaufen, dass das geht. Ich habe ja gesehen, es gibt Obst, Gemüse und so weiter. Und wir haben ja auch einen Laden, wo man Sachen kaufen kann. Aber dann ist es ja tatsächlich ein Deal. Die Sims 3 Wii-Version so ein bisschen so, dass man tatsächlich Zutaten braucht, um dann auch wirklich Sachen kochen zu können, was ja irgendwie schon sehr cool wäre. Oh, wir haben irgendwie gestern nicht gespült. Das hat niemand gesehen. Wir wohnen ja zum Glück alleine zu Hause. Der Einzige, der sich dann davor ekeln muss, ist er selber. So, Toilette abziehen, das holen wir dann mal kurz nach. So, sehr gut. Und nochmal die Hände waschen. Jetzt waren wir schon gestern so eklig, dann wollen wir das heute nicht auch nochmal so sein. Können wir doch jetzt eigentlich mal aufbrechen, so in unserem von außen tatsächlich sehr leer aussehenden Haus. Das ist irgendwie auch viel zu weit hinten, das sieht alles so ein bisschen komisch aus. Ach, der Park hier ist doch eigentlich auch ganz cool. Ich finde es auch witzig, dass es hier so viele verschiedene Stile gibt. Weil zum Beispiel unser Nachbarhaus sieht ja jetzt hier so japanisch angehaucht aus. Und jedes Haus hier hat tatsächlich so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ah, so, das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. Wir haben zwar nur 25 Simoleons, aber vielleicht können wir ja noch irgendwie so ein bisschen wenigstens was bekommen. Das wäre doch mal ganz gut. Wir können Burger machen, Katzenfisch.
Käse, Ei, Knoblauch. Es gibt hier auf jeden Fall so schon einigermaßen viel Auswahl tatsächlich. Aber nee, das reicht irgendwie alles nicht so richtig. Wir wollen uns ja auch noch irgendwas anderes vielleicht noch leisten. Ich glaube, wir sollten jetzt eher mal warten, bis wir dann tatsächlich den ersten Arbeitstag haben im Tourismuszentrum. Deswegen würde ich sagen, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen versuchen, Fischen zu lernen. Das wäre doch vielleicht ganz gut. Dann können wir die irgendwie auch noch vielleicht in dem Laden verticken. Vielleicht nehmen die ja auch irgendwie... Wow. Okay, das sah wirklich sehr tollpatschig aus. Könnte irgendwas sein, was mir tatsächlich in echt irgendwie passiert. Sag mal, also so dämlich kann sich doch niemand anstellen. Das ist ja unfassbar. So, jetzt aber. Nach dem dritten Versuch endlich geschafft. Oh, wir haben eine Elritze gefangen. Sehr gut. Das heißt, die können wir theoretisch nochmal verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle wir tatsächlich bei unserem Job dann doch bekommen. Das müsste man jetzt vielleicht nochmal nachgucken, weil sonst können wir ja tatsächlich hier nochmal so ein bisschen unser Gehalt aufbessern. Und wir haben auch schon Level 1 der Fähigkeit erreicht. Sehr gut. Also ich denke, jetzt haben wir doch tatsächlich schon mal so ein kleines Budget. Ich habe schon gesehen, wir müssen jetzt tatsächlich nach Hause, weil dann unsere Fahrgemeinschaft kommt, die uns dann zur Arbeit bringt. Theoretisch könnten wir auch eigentlich so hinlaufen, oder? Sieht fast aus, als wäre hier irgendwie ein Unfall passiert. Was ist das denn hier? Die parken hier einfach mitten auf der Straße. Die Polizei scheint es auch nicht so wirklich zu interessieren. Ist hier wohl ganz normal in dieser Stadt, dessen Name ich tatsächlich auch gar nicht weiß. Würden wir jetzt auch schon zu unserem ersten Arbeitstag abgeholt werden? Ah, da ist auch schon unser Auto, was uns dann zur Arbeit bringt. Ich finde es auch witzig, dass wir bei den Sims hier irgendwie einfach nicht zahlen müssen oder so. Das ist tatsächlich irgendwie ganz praktisch. So, dann werf dich doch mal deine Arbeitsklamotten, wie auch immer die aussehen. So, dann... Ah, sehr gut. Wir müssen die Strecke nicht selber laufen, können uns diese tolle Kamerafahrt hier angucken. Perfekt. Wie es bei den normalen Sims-Karrieren immer so ist, können wir hier leider auch nicht zugucken. Das wäre ja auch witzig gewesen, wenn es so ein Die Sims 3 Traumkarrieren-Spiel gegeben hätte. Es gibt ja tatsächlich bei Die Sims 2 zumindest Die Sims 2 für die Konsole und dann Die Sims 2 Haustiere für die Konsole. Habe ich tatsächlich früher auch sehr viel gespielt, war auch eines meiner ersten Sims-Teile. Es wäre dann ja irgendwie witzig gewesen, wenn es bei der Wii ähnlich gewesen wäre mit den Erweiterungen. Es war nicht mal tatsächlich eine eigene Erweiterung für das Sims-Spiel, sondern es war ein eigenständiges Spiel, was man hier so machen konnte. Aber mir fällt gerade auf, bei den Karrieren kann man hier ja doch was tun. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, stimmt. Es ist hier ebenfalls möglich, dann hier irgendwelche Sachen zu machen. Wir können jetzt hier Mathematik studieren. Dann sehen wir quasi, was es bringt. Der Chef findet es ein bisschen doof, die Kollegen finden es gut. Was auch immer die davon haben, wenn wir irgendwie Mathematik studieren. So, Kartensammlung anlegen, Poster an der Wand neu anordnen. Das findet der Chef gut, die Kollegen eher nicht so. Ich glaube, man sollte mit seinem Chef dann doch irgendwie ein ganz gutes Verhältnis haben. Deswegen sind mir die Kollegen dann doch eher ein bisschen egal. Ja, unser Level hier ist jetzt wieder positiv, gerade war es negativ. Tatsächlich finde ich die Mechanik irgendwie sogar ganz witzig. Also das könnte es fast so für die Sims 4 auch einfach geben, dass man wenigstens so ein bisschen was zu tun hat. Gerade wenn der Sim alleine ist, also wenn man mit nur einem Sim spielt, ist es dann doch ein bisschen langweilig, einfach nur seinen Sims zuzugucken, bis sie wieder vor dem Haus stehen. Wir können den Sims ja sowieso nicht wirklich dabei zugucken, deswegen ist es eigentlich auch fast egal, was man hier anklickt. Das ist auf jeden Fall ganz witzig, dass man das hier so irgendwie so ein bisschen beeinflussen kann. Das hat auf jeden Fall was. Aber doch, die Mechanik ist auf jeden Fall ganz witzig. So, das hätten wir geschafft. Sehr gut. Und damit den ersten Arbeitstag beendet. Und ich würde sagen, damit wären wir auch langsam am Ende dieses Videos angekommen. Ich zeichne hier schon fast mehr als eine Stunde hier auf. Was ist so mein abschließendes Fazit von dem Spiel? Ich muss sagen, es ist natürlich nicht vergleichbar mit der PC-Version. In der PC-Version hast du eine größere Stadt und alles ist irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen ausgereifter. Die Animationen sind ein bisschen besser. Aber ansonsten muss man sagen, dass für ein Wii-Spiel mir dieser Sims-Teil tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat.
hat und er sich irgendwie auch allgemein von den Objekten und so eigentlich relativ gut an dem PC-Teil hält, lustigerweise. Es sind, wurden ja auch irgendwie sehr viele Objekte hier vom PC-Teil irgendwie geklaut, sage ich mal. Aber ansonsten, ich hatte wirklich sehr viele gute Erinnerungen mit diesem Sims-Teil. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Teil ihr so begonnen habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Vielleicht sehen wir ja nochmal was von Die Sims 3 Wii oder die anderen Sims-Teile, die es auf der Wii gab. Die Sims 2 gestrandet, Die Sims 2 in der normalen Version, sage ich mal, das Basisspiel. Die Sims 2 einfach tierisch gab es für die Konsolen. Alles Teile, die ich tatsächlich doch auch gespielt habe. Es wäre vielleicht mal für ein zweites Video noch ganz witzig, sich die mal anzugucken. Aber dann würde ich sagen, mit dieser Aussicht hier vom Strand würde ich mich für dieses Video verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Video hier auf simsblog.de.